gibt noch die Annahme oben. Annahme oben ist sehr erfolgreich, ja, hat sehr gute Zahlen. Ich glaube, dass man beides braucht. Neueste Untersuchungen haben auch die Mannschaften sehr erfolgreich, wo Spieler schnell entscheiden können, welche Technik sie benutzen. Ja, deswegen brauchen wir beide Techniken. Das Schwierige dabei ist, dass beim Pritschen der Spieler eigentlich in die Flugbahn gehen muss von der Annahme und beim Baggern das Spielbrett in die Flugbahn bringen muss. Das heißt, ich sehe jetzt viele Spieler, die ganz viel pritschen, haben Probleme auch mit diesem seitlichen Spiel, mit diesem Öffnen, weil die immer in den Flugbahn reingehen wollen vom Pritschen. Also das, da sieht man ganz, ganz deutlich eine Verbindung. Okay, oberes Zuspiel in der Annahme ist erfolgreich. Also wenn man nur Zahlen nimmt, da passieren dann zwar manchmal diese Bälle so boom, in den Boden rein oder Ball rutscht durch, die ganz blöde aussehen. Aber wenn man sich alle Zahlen anguckt, ist das erfolgreich. Ja, es sind mehr schnell. Was häufig passieren kann, ist, dass Annahmen etwas schnell werden. Das heißt, man muss wirklich darauf achten, dass Leute wie beim normalen Pritschen die Ellenbogen auch strecken, dass der Ball hoch genug geht. Wir müssen den Ball spielen. Denk dran, du darfst ihn ja fast so ein bisschen halten und spielen. Also es geht nicht um einen ganz kurzen Kontakt, sondern eher um einen langen Kontakt. Also fast fangen, hochschmeißen so ungefähr, übertrieben gesagt. Wir versuchen, von außen nach innen zu arbeiten. Weil es ist unheimlich schwer, wenn du hier stehst, ich will den Pritschen annehmen und der Ball kommt auf meine Schulter hier. Pritschen im Damenbereich, schwierig. Okay? Einfach Winkel vom Netz, der Winkel, in dem die Aufschläge kommen, kommen zu flach, ist sehr schwer. Gibt es wenige, die das gut machen. Da sind das wirklich Ausnahmen, Ball kommt auf einmal oben bei mir und ich pritsche noch. Aber dass da Leute bewusst sich hinstellen und sagen, ich pritsche jetzt, ist im Damenbereich viel, viel schwerer. Okay? Weil, glaube ich nicht, dass das das richtige Rezept ist. Habe ich eben vergessen zu sagen. Im männlichen Bereich, ja. Am Anfang würde ich ganz klar unterscheiden. Okay, jetzt pritschen wir. Jetzt stehen wir hier vorne, drei Leute, und pritschen. Und dann aber von außen nach innen. Das heißt, wenn der Aufschläger von der 1 ist, gucke ich, dass ich den Ball eher auf meine rechte Schulter kriege. Weil wenn ich dann strecke, pritschen ist natürlich umgekehrt. Pritschen muss ich mich zum Ziel ausrichten in dem Moment. Ja? Also anders als beim Baggern. Weil wenn ich hier hin muss und der Ball soll dahin, das ist schwer. Ja? Genau. Deswegen immer gucken, aus nach innen. Ich komme von hier, kann mich vielleicht reinbewegen und den Ball annehmen. Ja? Aber am Anfang... Aber es sind trotzdem, was jetzt gerade neu untersucht worden ist, die Teams oder die Spieler, die diese Entscheidung gut treffen können, welche Technik muss ich benutzen, noch in dieser kurzen Zeit, sind die erfolgreichsten, die das beides im Repertoire haben. Also nicht nur hier und nicht nur hinten, sondern die variabel damit umgehen können. Ist aber nicht einfach.